Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Medieval Dynasty. Hallo. Oh, Nico, es ist wieder Zeit. Wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen. Oh Gott. Ja, mein Umzug ist vollzogen und ich habe direkt den ersten Bug. Was für ein Bug? Meine Frau hat keinen Körper. Da läuft nur ein Kopf rum. Der kopflose Nick. Das sieht ja mega geil aus. Boah, ich muss mich jetzt erstmal reinfinden. Wo zum Teufel waren wir denn beim letzten Mal? Weizenkorn und Roggenkorn habe ich wahrscheinlich ja schon gemacht. Ah, sieht gut aus. Ich muss gerade mal gucken. Ich stell mal heute. Aber sie ist schwanger, gell, soweit ich weiß. Verwaltung. Ja, genau, sie ist schwanger. Ich schalte heute mal auf 60 FPS, damit es nicht mehr so ruckelt. Ach, schön. Das geht. Hier habe ich Roggen angebaut. Hier habe ich Weizen angebaut. Da ist er ja. Hallo. Moin, Martha. Das ist ja grandios. Was haben wir gemacht? Das stelle ich mir auch gerade als Frage. Das ist halt so lang her mit meinem Umzug und so, bis Internet da war, bla. Oh Gott, wir bekommen zwei neue Kinder. Mittelalterliches Marketing. Warte auf die nächste Jahreszeit, okay. Keine Panik, sieh dich am See um. Ach, stimmt ja. Oh Gott, ja. Ay, yikes, ey. Was soll ich hier heute? Ach, das mit dem Dachsfett. Hey, aber jetzt wird's angezeigt. Aha. Jetzt wird's angezeigt. Die Quest scheint nicht mehr rumzubacken. Das ist ja aber okay. Da ist der zweite da drüben, unser Dorfbewohner, der keinen Körper hat. Ist ja witzig. Nico backt durch die ganze Gegend rum. Aber ich muss, glaube ich, noch mal einen Dachs töten. Oh, wir haben übelst viel Nahrung, sehe ich gerade. Ja, das sieht auch alles sehr gut aus. Heiligsblechle. Heiligsblechle, du. Ich habe im Einzelspieler Eisenäxte gefunden. Alter Junge, die halten einfach ewig. Ja, ich könnte welche herstellen, wenn wir die Technologie hätten. Ja. Ich weine. Richtig krass. Boah, das glaube ich. Oh Mann, das stört mich ein bisschen, dass hier lauter Köpfe ohne Körper rumlaufen. Das sieht ja mega weird aus. Vollkommen verwirrt. Ich habe gehört, für mich wäre es vielleicht ganz cool, wenn ich in die Mine zurückgehe. Okay. Oh, ich sollte was zu essen mitnehmen. Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach ein bisschen weiter questen. Okay. So für unsere Reputation. Nice. Jetzt steht es da unten nämlich dran. Und ich glaube, ich gehe einen Dachs jagen. Gut. Dann guten Schuss, oder? Danke, ich muss mich jetzt an die Map wieder gewöhnen. So, Dachs. Wo finde ich einen Dachs? So, ich renne mal rüber. Lass ihn mal da. Alter, ich finde auf der Karte keinen einzigen Dachs. Was ist los? Da gibt's doch bestimmt irgendwo welche. Ah ja, da. Oder? Ja, ich glaube schon, dass das ein Dachs ist. Ja, ich mache mal das, weil so Feldarbeit ist soweit erledigt. Okay, ich wollte noch gucken, ob genug Tierfutter da ist. Tierfutter. Oh, wir haben ja richtig Eisenbarren, krass. Ja, das meine ich halt, ne? Irgendwie. Oh, wir haben gar kein Tierfutter. Okay, so. Ich probiere es jetzt so weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das wird jetzt gut sein. Hier ist Eisenerz. Naja gut, das kann ich auch abbauen. Können wir eigentlich jemanden Gewinnung ein bisschen Stroh abbauen lassen? Stein machen wir viel. Stimmt, wir wollten die Häuser verbessern, gell? Ja. Den lasse ich mal ein bisschen weniger Stein machen. Das stimmt, das war ja noch was. Ich brauche ein bisschen Stroh.
Ach bloß, ich habe alles abgebaut. Ah, hier ist Kupfer. Off. Off. Ich habe ja noch ein bisschen Bronze. Die wir noch verarbeiten können. Salz. Eisen, sehr gut. Nehmen wir Eisen mit heute. Eine Salzader. Eine weitere Eisenader. Ja, auch mit so einem verbesserten Bogen und Eisenpfeilen und so, wenn du dich ein bisschen geschickt auf den Berg stellst, kannst halt auch easy dann den Bären jagen und so. Das ist das Ziel. Ach, ich habe noch andere Sachen rausgefunden. Was ist alles rausgekommen? In der Verwaltung können wir angeben, was die Leute essen sollen und was nicht. Ach, ja. Unreife Bären auch nicht. Das nicht, das nicht. Und was sie essen können. Und wir müssen einen Komposthaufen bauen. Da können wir Bären reinschmeißen. Mhm. Die sind in der nächsten Jahreszeit, werden die einfach so ganz schnell zu Verdorbenem. Ha. Da gehen 600 Bären rein. Dann würde ich genau das sagen. Ich komme zurück, wir haben halt echt nicht mehr. So, Raphael, Kirsche, Pflaume. Stellen wir aus Kirschen und Pflaumen was her oder können die das einfach so futtern? Wir stellen dann noch nichts her. Ja, ja. Also eher sowas wie Pilze? Ja, die habe ich jetzt mal weg. Da habe ich gesagt, das sollen sie nicht essen, weil die auch so ein bisschen giftig sind. Ja, genau. Der Apfel können sie essen. Genau, da oben kommt ja schon das gute Zeug. Okay. Weil jetzt kann man, da kann man nämlich auch angeben, die sollen keine Bretter, Holzstämme oder Stöcke verbrennen, sondern nur Brennholz. Okay, das musst du mir gleich mal zeigen, wo man das macht. Ja. Ich sammle nur ein paar Sachen, so, die ich auf dem Weg finde. Ne? Da rohe Fische sollen sie auch nicht essen. Die ganzen Früchte können sie ja haben, weil sowas wie Apfelbrei können wir ja noch lange nicht machen. Das dauert ja. Mm. Brauchen wir viel, viel mehr Technologie. So, was haben wir denn hier alles? Oh Gott. Ah, jetzt fällt mir ein, was ich noch nachschauen wollte. Das mache ich gleich. Ich wollte nämlich schauen, wegen Bäume nachwachsen, ob wir die Option überhaupt anhaben. Ach, die kann man ausmachen? Die kann man ausmachen. Und ich habe auch gelesen, also jetzt zu 100% hier im Spiel, Bäume wachsen aus Baumstümpfen nach 2 Jahren. Warte mal, ich guck mal, ob wir die anhaben. Nee, das ist falsch. Spielanpassung. Kein Hunger, unbegrenzt, vergiftete Temperatur, schnell bauen, bla bla bla. Jahreszeiten. Okay, nee, das kannst du hier nicht ausmachen. Okay. Gut. Dann störe ich mich nicht dran. Die, wenn wir die drin lassen, dann wachsen nach 2 Jahren wieder neue große Bäume. Das ist gut. Ja. Dann brauchen wir mehr Platz für die Dinge. Ja, dann habe ich mir vorgenommen, ich baue einen Komposthaufen. Mhm. Können wir den denn schon herstellen? Ja, ja, den kann man herstellen. Ach ja, echt? Das ist so ein quasi Dekoartikel, weißt du, sowas wie diese, wie heißt denn das, Butterschläge, oh nee, da ist ein Wolf, ach. Yikes. Ich werde zwar mit dem fertig, aber habe jetzt nicht so Bock drauf. Also ich habe sehr, sehr viel Eisen, aber what shall we do with a drunken sailor? Die Rezepte sind so teuer, gell, von einer Eisenaxt. Also das Schema zu kaufen, glaube ich. Genau, wir können es noch nicht lernen. Also oder ist ein Wolf? Okay, komm her, Digga. Ich hau dich kaputt. Der Nico rastet aus, Alter. Okay. Ich guck mal, was wir alles so uns an Technologie kaufen können. Okay, der hat mich fast getötet, aber er ist tot. Okay, das ist Death, Leinengarn-Sachen.
Tonschalen. Ach, wir könnten Bronzespeer auch schon machen, aber... Naja. Oh, okay, den überlebe ich nicht. Weg. Weg. Scheiß. Was ist der Heuhaufen? Das ist bloß ein Deko-Gegenstand. Okay. Ah, den Komposter, ne? Das ist so... Ja, genau. Weil die Bären, die können wir ja im Frühling oder auch im Sommer, die normalen Bären halt, da kriegt man ja übelst viele. Und dann können wir im Frühling 600 reinhauen, im Sommer 600 reinhauen, im Herbst 600 reinhauen und kriegen halt immer am nächsten, also in der nächsten Jahreszeit 600 Verdorbenes, womit ich halt 60 Dünger herstellen kann. Aber ich meine, dass man Dünger... Ja, Sonny, wir haben ja schon Schweine, gell? Ja. Stimmt. Ja gut, ob wir das dann so brauchen. Würde ich trotzdem machen. Aber ich finde das nicht. Ich finde den Komposter nicht. Der ist unter Möbel, Fallen, Dekorationen, Arbeitsstationen, Landwirtschaft. Ein Komposthaufen. Kostet 8 Holzstämme. So, dann bin ich... Oh, Wolf. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Gott. Ah, ja, ich sehe es gerade. Butterungsstation. Okay, nice. Entfiederungsstation, Heuhaufen. Die ist aber wirklich nur ein Deko-Gegenstand. Einfache Holzarbeiterstation, okay. Ja, die Dorfbewohner tun dann so, als würden sie dran arbeiten, aber es hat halt keinen Effekt, wie auch immer. Na, verstehe ich. Okay. Okay, ich muss doch wieder zurückkommen. Der blöde Wolf hat mich ziemlich runtergeballert. Bearbeitet. Ach, hier. Ach, den Karren können wir leider noch immer nicht machen. Eieiei. Was ich aber jetzt gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel den Dorfbewohnern verboten, rohes Fleisch zu essen, rohen Fisch, Pilze, halt alles oder Verdorbenes, alles, was denen halt so schaden könnte. Die sollen keinen rohen Fisch, habe ich ja schon gesagt. Genau. Ja, sowas halt. So, jetzt gucke ich. Okay. Ist ja nicht so, dass wir keinen Holzhammer haben. Das ist gut, dass du denen das schon mal gesagt hast, weil... Oh mein Gott, wo ist das denn nochmal? Hier. Meine Güte. Ja, passt. Okay. Der Nico wird mich hassen. Ja, ich sehe schon, was du da hinten machst. Gut. Wie viel kann man reinwerfen? 600 in einen. Wir haben leider nicht sehr viele Bären geholt. Warte mal, das können wir doch noch annehmen. Ja, es ist Herbst, also wir können im Frühling dann können überall, wo wir ankommen, überall Bären. Ja, da kannst du alles reinwerfen. Weil wir haben doch, glaube ich, so extrem viele Pilze. Dann würde ich nämlich noch eine Pilzrunde fahren. Ja, wir hätten theoretisch auch über 300 Kohl, aber der Kohl ist eigentlich zu schade dafür. Ja, das ist wahr. Das ist leider wahr. Dann pass auf, dann warte mal. Haben wir jemanden in der Hütte? In der Kräuterhütte haben wir sogar jemanden. Und die sammelt auch gerade Pilze. Okay. Also das heißt, ich guck mal, ob wir da was abzweigen können. Wir können halt im Frühling und Sommer überall, wenn wir an Bären vorbeikommen, halt immer schön die Bären mitnehmen. Einzelspieler gemacht und ich hatte dann so viele Bären, dass ich halt immer allein dadurch schon genug Dünger hatte. Gut, die Schweine kamen dann noch dazu. Dann war halt Dünger gar kein Stress mehr. Den habe ich dann sogar verkauft, weil er für den Aufwand, den er macht, eigentlich ganz gutes Geld bringt. So viel Zeug hier. Wie sieht's denn aus? Was macht die eigentlich in der Küche? Das heißt, das habe ich jetzt nicht geguckt, was die machen. Ich gucke gerade mal. Produktion hier. Ah, die macht Fladenbrot ohne Ende. Die kann doch auch was anderes machen. Ich habe Hunger. Fladenbrot mit Zwiebeln. Nehme ich mir eins. Genau, daran habe ich gedacht, nämlich. Das kann die doch produzieren. Oh, wir haben sehr viel Breitwegericht. Das ist ja super. Ja, ich würde mich jetzt nochmal hier so ein bisschen
umgucken, ein paar Pilze sammeln. Ne, wenn wir jetzt eh nichts anderes zu tun haben, ich jetzt hier voll ab und level damit auch. Hier ist nichts. Ich gehe mal nochmal los und versuche jetzt nochmal einen Dachs zu töten. Ja. Ich muss nochmal fragen, wie lange dauert das, bis wir dann Kompost haben? Eine Jahreszeit? Einfach die nächste Jahreszeit. Also wenn wir jetzt den Komposter voll machen, haben wir quasi am nächsten Tag im Winter dementsprechend viel Verdorbenes da drin. Nice. Das machen wir auch. Weniger Schaden anleiden. Und ich hab's halt mit den Bären gemacht, weil klar, so die Bärensträuche, die... Mhm. Du kriegst voll viele Bären immer daraus. Stimmt. Ja. Ich hab halt die Story gespielt, weil das war das einzige Spiel, was ich jetzt so offline zocken konnte. Als ich kein Internet hatte. Ja, dann habe ich so ein paar Sachen rausgefunden, dass man den Dorfbewohnern halt... Ich habe den Dorfbewohnern dann auch verboten, rohen Kohl und Zwiebeln und so zu essen. Mhm. Weil ich halt daraus Gerichte herstellen wollte und die mir sonst den Kohl... Ja. Quasi wegfressen. Die haben da sowas an sich, ne? Sind das zwei Wölfe? Nein, zwei Wölfe will ich nicht. Mann, die Kackwölfe hier. Waren die nicht schon immer da? Ja, aber das ist gar kein Wolfgebiet hier. Hm. Viel weiter hinten. Den nervigen Penner. Den rastet aus. Geh mal auf die Nerven! Im Einzelspieler sind sie auf jeden Fall schwächer. Ja, die sind hier ziemlich... Die sind hier irgendwie stärker. Die haben hier richtig Bock, ne? Ich muss, glaube ich, das Spiel... Kann ich irgendwie das Spiel lauter machen? Audio. Ist schon ganz laut. Okay, dann mache ich es anders. Dann mache ich meine Kopfhörer lauter. Und mache den Alex ein bisschen leiser. Was hat sie gesagt? Quatsch. Lass mal die Ohren kaputt machen. So. Weil ich höre dich so schlecht. Verstehe ich. Die Tierchen. Oh, ich bin hier gerade der wilde Sammler. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Also, ich sag dir, ich schmeiß die ganzen Pilze dann da rein. Wir haben genügend Pilze noch. Ja, mach das. Ich finde hier auch gerade was. Oh, ich habe hier nochmal einen Wolf, den ich heute... Okay. Der liegt einfach hier tot an so einem Lagerraum. Ah, das ist schon mal ganz sexy. Steinpfeile. Okay, einen Stein, den nehme ich jetzt mal nicht mit. Na so. Gott. Das sind aber viele Pilze. Ich sag's, wie es ist. Ein Brausemesser. Schön. Und noch ein toter. Noch ein Wolf? Ja, noch ein toter Wolf liegt hier rum. Ich habe mich nicht um die gekümmert. Nee, ich glaube, das gehört zu diesem Eventlager hier. Ja. Ja, dann bringst du ordentlich was nach Hause, ne? Pelz mit und Fleisch halt, ja. Oh, okay, und ein Brausemesser, ein paar Pfeile. Nice. Okay. Und jetzt, wo ist der Dachs? Da ist der Dachs. Auf ihn mit Gebrüll! Wo ist der Dachs? Oh Gott, ich... Oh nein, der ist ein Wildschwein. Das, Okay, der Dachs ist tot. Ich hoffe, der ist auch nicht. Hat mich verfehlt. Ist da ein zweites Wildschwein? Oh ja, da ist ein zweites Wildschwein. Ich könnte dir helfen, komm mal, aber du bist sehr weit weg. Okay, ein Wildschwein tot. Wir denn hier noch alles? Ah, hier ist noch was. Yes. Zwei Wildschweine tot. Oha, jetzt hat er hier aber richtig ausgeteilt. Ja, ich hab ganz gut, wenn die an dir vorbeirennen, die starten ja so einen Berserker-Angriff, sage ich einfach mal. Mhm. Springst du zur Seite und fängst an, im Kreis hinter ihnen herzulaufen, dann peilen die gar nichts mehr. Das ist... Kann ich sie von hinten mit dem Knüppel einfach töten. Also du musst im Kreis rennen?
ja, im Kreis hinter ihnen her. Dann fangen die an, auch im Kreis zu laufen.